Guten Abend, liebe YouTube-Kommand. Hier ist mal wieder der Mann zu werden, der Nachrichtenkanal mit den aktuellen News. Und wir kommen wieder mal zu der Promi-Welt. Übermorgen, am 3. Februar, feiert Tony Marshall seinen 80. Geburtstag und bringt ein neues Album auf den Markt. Eigentlich hatte der Großmeister der Sangeskunst verlauten lassen, dass er mit 80 Jahren Schluss machen würde. Da hatte der großartige Stimmungssänger die Rechnung aber ohne einen anderen Großmeister weiterer Muse gemacht. Beide, Tony Marshall und Günther Berle, trafen sich 2016 zufällig am Rande einer großen Schlagerveranstaltung auf die Frage von Berle: Was bringst du zum 80. Neues heraus? Antwortete Marshall trocken: Was, mit 80 mache ich doch kein Album mehr. Doch machte Berle ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte, für ein komplettes Album, allein mit Rentner- bzw. Seniorenliedern. Ich hatte ganz schnell einige Texte und die dazu passende Musik im Ohr und dann auch zu Papier gebracht, verrät Günther Berle. Mit einem späteren Treffen einigten wir uns, das Album zu produzieren. Und nun geht die Seniorenparty so richtig los. Pünktlich zum 80. Geburtstag erscheint das Album unter dem Titel Senioren sind nur zu früh geboren. Neben dem Titelsong geht auch der Song Seitdem ich Rentner bin sofort ins Ohr. Das war's heute mal wieder mit den aktuellen News. Wir sehen uns wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich noch einen angenehmen Abend.